kann man doch nicht alleine lassen. Was willst du denn jetzt schon wieder? Und Wiglind, ja, stapft mal Ego hinterher. Ihr kommt sowieso an der Stelle wieder vorbei. Also wenn ihr dann nicht hier lang geht, sondern auf der anderen Seite irgendwo suchend nach dieser Taverne mit diesem Schild, könnt ihr dann hier an dieser Stelle auch ja, im Nebel versuchen, dieses abgebrochene Muschelstück zu entdecken, und das gelingt. Also wenn ihr danach sucht, so 3, 4 Minuten dann an der Stelle, dann findet ihr das. Die Zeit nehme ich mir dann doch. Ich heb das dann hoch gegen die nächste Lichtquelle, vielleicht Laternen, die wir dabei haben. Ja, kratze ein bisschen den Schlamm ab, betrachte das kurz und stecke es dann erstmal in eine Gürteltasche. Nun, das, da wäre das. Das könnte vielleicht wichtig sein oder interessant, je nachdem. Was? Das sind irgendwelche Muschelüberreste. Aber sie waren an dem Helm und der Helm war für die Bande interessant, also ist das Das sogar für war uns interessant. ganz normaler Helm. Willst du jetzt mit Muschelresten handeln? Ihr müsst euch fragen, warum haben sie gerade diesen Helm gestohlen? Da drin lagen viele Stücke, die auch in einem sehr viel besseren Zustand waren. Eldor, kommt ihr langsam? Natürlich, Oh, natürlich. schau, die anderen haben schon eingeholt. Oh, man eilt dann auch herüber. Also, wir eilen dann auch herüber. Schließen uns den anderen Was auf den Weg Interessantes zur Taverne. gefunden? Fragt Koljew neugierig, während es nicht weiterläuft, gemütlich. Naja, das, was von dem Helm abgebrochen ist, diese Muscheln, ich dachte mir, vielleicht könnte das interessant sein. Und sei es nur, um das, naja, Opferstück wieder zu vervollständigen morgen. Muscheln. 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 Aber ich sehe dich doch schon. Du sitzt doch bestimmt wieder heute Abend die ganze Nacht in deinem Zimmer, in der Taverne, packst deinen Koffer aus, schmeißt die da rein und guckst aus, was die Muscheln sind. Du wirst dann feststellen, dass es einfach nur Muscheln sind. Nun, wenn es einfach nur Muscheln sind, werden sie vermutlich aus Muschelkalk bestehen. Aber das wird sich dann zu gegebener Zeit bewahrheiten. Ich dachte, Muscheln bestehen aus Muscheln. Naja, und Muscheln, wie Muscheln, aus denen die Muscheln bestehen, bestehen aus, naja, Könnt ihr denselben jetzt mal Muscheln. aufhören, über Muscheln zu nuscheln? Klappe Ja, halten und ab ins ihr Bett. geht vorbei am Gildengebäude der, ja, Seeschiffer, also so ein bisschen getrennt, abseits vom Wasser, geht ihr dran vorbei, könnt auch dann nochmal mit dem einen oder anderen Seefahrer sprechen. Auch der würde euch dann das gleiche nochmal sagen wie die Stadtwache oder der Ferdi, also zum Hotel oder der Herberge Wellenreiter, geht es weiter im Norden, und das findet ihr dann, wie gesagt, ein kleines Fachwerkhaus, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Schiff, und wenn ihr hineintretet, könnt ihr sehen, dass da wenig Betrieb ist. Es ist, wie gesagt, ein bisschen später. Ein paar Leute sitzen noch sehr müde am Tisch, haben gerade noch ihr letztes Bier, und steht dann hinter dem Tresen, wischt gerade auch sehr gelangweilt im letzten Krug, den er dann oben wieder einräumt. Schaut euch dann an. Ja, Gäste, so spät am Abend. Na, willkommen, herein. Ich bin Pale. Travius zum Gruße. Pale Stecktrecker, kommt rein. Wir brauchen jeder einen Krug Bier und ein bisschen Zwei. Mess Guinness. Mess Guinness und ja. Ich hätte gern auch noch ein großes Stück Fleisch, am besten blutig. Und eine Herberge, ja. Ja, Ihr wollt hier das auch. übernachten? Gerade aus der Hier. blutigen See gekommen? Ja. Vorziehenderweise, ja. Einen Moment. Ich mach die Küche wieder an, extra für euch. Zwinkert er euch zu. Er ist wohl wirklich ein netter Mann. Ja, ihr guckt euch ein bisschen um. Die Qualität dieser Herberge, ihr habt sicherlich schon besser genächtigt, vielleicht auch ein bisschen schlechter. Also, das ist in Ordnung, das ist wirklich Mittelmaß. Und von oben könnt ihr auch das Schnarchen aus dem großen Schlafsaal hören. Also hier ist wohl auch eine ganze Menge los. Die paar Gestalten, die da noch herumsitzen, gucken nur einmal kurz auf und dösen dann weiter. Ihr könnt euch dann einen eigenen Tisch nehmen, wo ihr dann euch hinsetzt, und etwa 5 Minuten später habt ihr jeweils 2 große Bierkrüge vor euch, einen kleinen ja, Schnaps Mess Guinness, und nach weiteren 10 Minuten dann auch einen großen Teller mit etwas zu essen, sodass ihr dann die Erschöpfung der letzten paar Wochen abbauen könnt und auch die ja, Ereignisse von heute, ja, vor ein paar Minuten abbauen könnt. Das tut gut. Dein Bein noch dran, Koljew? Ja, klar. Das ist echter Borländer Stahl. Er klopft auf sein Bein und dann erfasst. Ich weiß ja nicht, ich habe öfter mal echten Borländer Stahl gesehen, aber der sieht für gewöhnlich anders aus. Also der sieht wahrscheinlich eher so aus. Ich zieh mal den Bo ich steck mal den Bohren dann in den Holztisch. Lass mal sehen. Ist das echter Borländer Stahl? Was ist ein echter Borndorn? Das sieht man nicht häufig, habe ich in Dunkelheit gar nicht erkannt. Ein Borndorn im Bornland, oh Mann. Ja, Keine und? Seltenheit. Es gibt auch Borntoffeln gerade.
Ich reiche Wieglind eine Borntoffel rüber. Okay, bei uns heißt das Erdäpfel, aber wenn das hier Borntoffeln heißt... Aber du kommst doch gar nicht von hier. Also Ego hat mir das mal erzählt. Dass ja, Ball, daraus kann man einen hervorragenden Schnaps machen. Ich meine, man kann sie auch essen, wenn Not am Mann ist, aber... Man kann aus allem Schnaps machen, dachte ich. Also in erster Linie essen wir es ja, oder? Ich hab doch hier noch irgendwo was von meinem selbstgebrannten... Ach, verflucht, ist auch egal. Von deinem selbstgebrannten habe ich mein eines Auge verloren. Das ist nicht wahr, er meint das nicht ernst. Also, glaube ich nicht. Ja, und so baut ihr, wie gesagt, die Erschöpfung des Tages ab. Die Sachen schmecken wirklich gut, die ihr euch bringt. Also frisch gekochte Borntoffeln oder Erdäpfel, wie auch immer man sie nennen mag. Ein gutes Stück Fleisch, es ist ja auf alle Fälle wild, wahrscheinlich Reh oder sowas. Und eine richtig schöne dunkle Soße dazu, zu so einer später Stunde, genau das, was einem dann Kraft schenkt. Und dann könnt ihr euch natürlich noch so ein bisschen unterhalten mit den Leuten, die hier rumsitzen, oder auch mit Pale, dem Wirt, bis er euch dann euer eigenes Zimmer weist. Ihr könnt natürlich sowas wie ein Doppelzimmer haben oder ja dann den größeren Schlafsaal nehmen, je nachdem, was ihr haben wollt. Ich würde ganz gerne das Doppelzimmer mit Elgor wieder teilen. Der Mann scheint ja auch hier sozusagen in die gleiche Kategorie zu gehen. Alchemie ist zwar nicht mein Hauptsteckenpferd, aber immerhin ist der Mann neugierig. Also wenn ihr vorhabt, eine geruhsame Nacht zu verbringen, dann lasst das vielleicht. Ich wollte ein paar Kleinigkeiten. Oh, na gut, man verdreht die Augen und ja. Ja, wie ihr euch immer so neckt. Gut, dann dürft ihr regenerieren. Plus, minus, na sagen wir plus 1, das ist okay. Plus 1 Regeneration, wer es braucht. Ich glaube, der eine oder andere hat Schaden bekommen. Ich möchte gerne einen Teil meiner Nachtruhe damit aufwenden, mir diese Muscheln mal anzugucken. Also ganz einfache Untersuchung im Sinne von, was ist das? Ist es Kalk? Ja, nein. Da brauche ich, ja, mach einfach mal eine Alchemieprobe. Also wenn du sowas hast, dann wirst du es wahrscheinlich darüber analysieren. Ich habe auch entsprechende Werkzeuge und... Ja, also die ist auf alle Fälle klar. Das ist eine ganz normale Muschel, die ist da wohl festgewachsen. Wenn du da mal rüber guckst, kannst du auch erkennen, da ist wohl noch ein Stück Seetang dran. Also ist wohl irgendwie erst über diesen Helm drüber gewachsen, dann hat sich an diesem Seetang diese Muschel festgesetzt. Da ist wohl noch eine Einkerbung auf der anderen Seite, also wie so ein Negativ. Als ob irgendwas mal in diesem Helm gestanden hätte. Über die langen Jahre sind die Muscheln vielleicht ein bisschen härter geworden, auch dieses grüne Zeug, dieser Seetang, was auch immer das war. Und wenn du dann ja dir sowas wie ein Stempelkissen nimmst, beziehungsweise ein bisschen Farbe mal aufträgst, um das einfach mal aus dem Negativen positiv zu machen, kannst du sowas erkennen wie RET4. Da fehlt aber wohl noch was. Also da ist eine kleine Lücke dazwischen. RET4. Ich vermerke das nochmal neben dem Stempel, also diesem Stempelbild, das ich gemacht habe. Steck das zusammen und begebe mich zur Nacht. Gut, Regeneration und dann schreiben wir den nächsten Tag. Steht in aller Frühe auf, fühlt euch sehr erholt. Guck gerade mal, Regeneration, Lebenspunkte. Und astrale Energie. Alles klar, dann haben wir den nächsten Tag. Und ihr steht auf. Gibt ein gutes Frühstück. Dazu natürlich auch wieder ein Mess Guinness, so wie es sein muss. Und dann, ja, sitzt ihr unten. Goliath, ich hoffe, das Bein ist gut geheilt. Alles gut. Leute, morgen sah schon viel besser aus. Es ist heilsame Luft im Bornland. Also es ist nur eine Fleischwunde. Sie haben sich auf unentschieden geeinigt. Ja, so balsamische Luft meinte ich natürlich, dass ich immer diese falschen Sachen mache. Also Reusto sah viel schlimmer aus. Oder der, dessen Namen wir nicht kennen, sah viel schlimmer aus. Ihr habt unglaublich schlechte Kämpfe. Elgo, was wolltest du sagen? Oder war das anders? Ich wollte mich nur danach erkundigen. Ich meine, ich weiß ja, ihr seid entsprechend kundig, aber manche Verwundungen sind mit den einfachen Mitteln nicht allzu gut. Es war kein Gift oder so, was ich jetzt bemerkt habe. Deswegen alles gut. Nun, dann würde ich sagen, sobald wir hier fertig sind, sollten wir uns nochmal im Effer-Tempel einfinden. Ja. Ich möchte mir da noch etwas ansehen und mit seiner Gnaden sollten wir auch sprechen.
Was wollt ihr denn mit mir sprechen? Heilt ihr auch. Wie meintest du, Korim? Mit wem, wieso wollt ihr denn mit mir sprechen? Ich bin auch hier, frag mich was. Nicht mit dir, mit dem, naja, dem Erfährte, den wir gestern begegnet sind. Und der ehrwürdige Vater müsste ja auch heute wiederkommen, wie man uns sagte. Schauen wir. Also was mich ja mal interessieren würde, warum man denn ein Effa-Tempel besteht. Ich meine, da gibt es doch nur Ramsch. Und wenn man diesen Helm gesehen hat, der war ja total rostig. Da lohnt sich das doch viel eher irgendwie... Ein Rondra-Tempel zu bestehen. Ja, genau. Irgendwie, da gibt es wenigstens funktionierende Waffen, wenn man irgendwie was braucht. Oder ein Fex-Tempel, obwohl das wahrscheinlich ziemlich blöd ist. Ja, ich habe eben an einen Praios-Tempel gedacht, aber ich weiß gar nicht, gibt es hier einen Praios-Tempel? Ich gucke die beiden gerade ein bisschen entsetzt an. Na, vielleicht ist es auch ein Anhänger der blutigen See. Die Dinge, die wir da auch bekämpfen. Dann machen sie immer so einen Unfug. Wir müssen sie aufhalten. Sie sahen mir nicht aus wie Anhänger. Ich mach mal so Anführungszeichen mit den Fingern. Ich glaube auch, dass Anhänger der Nichtgötter eher den Tempel angesteckt hätten bei der Gelegenheit und nicht einfach nur etwas entwendet hätten. Beim Thema entwendet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Helm eine tiefergehende Bedeutung habe. Warum? Nun, es scheint eine gewisse Inschrift, zumindest auf der Seite, mal gewesen zu sein. Oh, in welcher Sprache? Das weiß ich nicht. Wenn ihr hier mal sehen möchtet, ich bereite diese Tuschezeichen, also diesen Tuschestempel aus. Puh, für manche ist es einfach nur ein Helm und für Gelehrte ist es das Wunderstück schlechthin. Nun, ja, jedenfalls, ich möchte mir dann doch ganz gern, natürlich, nachdem ich mich um Erlaubnis bei seiner Gnaden bemüht habe, diesen Helm von seinem Muschel befreien. Oh. Ja, kannst ihn gerne von seinem Muscheln befreien. Nicht von dir, Korim. Korim! Das war schon in Grundjom im Mesindetempel so schlimm. Du musst dich immer angesprochen fühlen. Also ich würde gerne die Leute befragen. Nun, machen wir uns dann alle auf den Weg zum Effa-Tempel oder wolltet ihr euch aufteilen? Na, ich denke, die Informationen, die es zu erfahren gibt, sind für uns alle relevant. Und ich denke, erst alle zum Effa-Tempel und wer dann noch mag, ab zu den Einbrechern in die Stadtwache. Genau. Ja, gute Idee. So ist der Weg. Dann sollten wir keine Zeit verschenken, bevor die Diebe am Ende noch über alle Berge sind. Dann findet ihr euch wieder am Effa-Tempel ein. Vom Grundriss her habe ich ja letztes Mal schon beschrieben, dass sich das Gebäude von den umliegenden Lagerhallen so ein bisschen unterscheidet. Es handelt sich bei dem Aufbau um einen langgestreckten Holzbau und erinnert mit den Anbauten an ein Schiff mit Bug, Mast und Heck. Und ihr könnt tatsächlich auch sehen, dass dieses Schiff wohl Kurs in Richtung Strudel des Nährs genommen hat. Von innen habt ihr gestern Nacht, das Innere habt ihr bereits gesehen. Im Tageslicht ist die Atmosphäre allerdings etwas angenehmer und freundlicher, weniger geheimnisvoll, mit dem immer noch blauen Licht, aber immerhin kommt durch die Fenster etwas Tageslicht hinein. Aber hat so ein bisschen die Atmosphäre eines, von der Wasseroberfläche, vielleicht so ein bisschen wie ein untergegangenes Schiff. Naja, ganz merkwürdig. Koi, der Geweihte von gestern Nacht, erwartet euch schon und er führt euch dann nach einem morgendlichen Gruß zu dem Tempelvorsteher Yesidoro de Sulfur. Der Bewahrer von Wind und Wogen ist noch recht jung, so um die 30 Jahre, und trägt seine langen Haare zu einem Zopf gebunden. Viel mehr könnt ihr zunächst nicht sehen, denn er steht an einer heiligen Delfinstatue, Stirn und Handflächen fest auf den Stein gepresst, an dem auch ein bisschen Wasser herunterläuft. Nach geraumer Zeit dreht er sich dann zu euch um. Sein gebräuntes Gesicht glänzt immer noch von dem Wasser, was von der Statue heruntergelaufen ist. Und er wirkt auch nicht so, als wäre er gerade anwesend. Körperlich ja, geistig ist er wohl ganz woanders. Effort ist ewig und dies ist sein Haus. Und jemand hat Feuer hineingetragen. Der Tempel wurde entweiht. Was? Also so ganz? Er ist entweiht worden. Koi, Himmel, Herr Jener 1, bei Waffen, wir haben doch versucht, unser Bestes zu tun. Koi schüttelt so ein bisschen beim Kopf. Yesidoro dreht sich wieder ein bisschen um. Ihr könnt auch wirklich sehen, dass er ganz woanders ist. Also, genau genommen...
Ihr könnt es immer noch riechen. Bisher ist euch in den Tempeln des Meeresgottes ein besonderer Duft aufgefallen. Der Duft nach frischem Wind, nach kühlem Wasser. Dieser Geruch ist jetzt fort. Versteht ihr das? Nefer-Tempel ist das einzige Gebäude, was von Menschenhand, an dem eigentlich nie ein Hauch von Ruß oder Asche liegt, von Rauch oder von Qualm. Und das ist jetzt verloren. Aber nehmt Jesidoro nicht so. Oh, ist ihm eine Lampe umgefallen. Das ist natürlich bedauerlich. Falls es euch hilft, wir haben vielleicht... Können wir euch dabei helfen, herauszufinden, warum dieser Tempel entweiht wurde? Ja, Jesidoro hatte zumindest schon einmal gesehen, dass Gegenstände fehlen. Aber das bekümmert ihn wohl nicht, weil... Naja, Effert ist immer und überall und man kann keine Dinge von ihm stehlen. Ihn bekümmert nur, dass hier Feuer hineingetragen wurde. Nun, die Flut nimmt, die Flut gibt, das sehe ich auch so, aber dass der Tempel gleich entweiht ist, weil hier ein bisschen Feuer, naja, das kann man ja wegwaschen. Ein bisschen Seife drüber, dann riecht's wieder ganz frisch. Ja, Feuer hin oder her. Ich sage, die Schurken haben Herrn Effert bestohlen. Isidore mag das anders sehen, ihn kümmert das... Nur, dass hier Feuer dran war, aber... Wir wissen mittlerweile, was gestohlen wurde. Oh, das ist doch hervorragend. Was denn? Neben diesem Helm, den ihr wohl gerettet habt, wurde noch ein Schild und ein Schwert gestohlen. Sie lagen dort alle nebeneinander an dem Platz, an dem Altar, wo die Opfergaben abgelegt werden. Und was ist so Besonderes an diesem Schild und an dem Schwert und an diesem Helm? Das ist wahrscheinlich ein Heiligtum der Effertkirche. Ja. Nein. Es kommt aus dem Wasser. Die Frage ist berechtigt. Nein, es ist nichts Besonderes daran. Nichts. Echt? Nein. Gar nicht. Ich denke, was meine Begleiterin eher wissen wollte, war, ob es zwischen diesen drei Gegenständen einen Zusammenhang gab. Ob sie vielleicht gleichzeitig ankamen oder gleicher Macher waren oder vielleicht auch nur aus dem gleichen Jahr oder Zeitalter stammten. Wie klingt gut Elgor an? Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Aber trotzdem, interessant wäre das trotzdem. Also an das Schwert kann ich mich noch gut erinnern. Als ich hier als junger Geweihter, wie lange ist das her? Vor 30 Jahren, als ich hier ankam, da wurde das Schwert übergeben. Das ist ziemlich schmucklos. Der Leiter der Kriegerakademie hat seinen Posten dann an Posan von Nersand übergeben. Und das war seine Opfergabe an die Ahn, an Effert. Ziemlich schmucklose Waffe. Aber, naja, wertvoll. Ich weiß nicht, warum es gestohlen wurde. Wenn ihr sagt schmucklos, meint ihr, naja, als Ganzes schmucklos oder gab es vielleicht irgendwelche Gravuren oder Verzierungen darauf, die euch insbesondere ins Auge stachen? Also es war leicht kunstvoll, hatte noch ein weiß-rotes Geflecht, wie es hier eben so üblich ist. Ein kleiner Rondra-Löwe war, glaube ich, drauf. Und von wem wurde das übergeben? Von irgendeinem... Dem Akademieleiter der Kriegerakademie. Genau, Jasper von Gorschnitz ist sein Name. Und der hat die Akademie dann übergeben an Posan von Nersan. Das ist jetzt der Leiter. Und das Schild? Schild? Ich glaube, das ist etwas jüngeren Datums. Das hat irgendein Baron hier abgegeben. Da war auch ein Löwe drauf. Also viele, viele Rondra-gefällige Dinge, die man dann hier Effert opfert. So ein Löwe aus Schwarz und Silber. Und naja, das war wohl irgendein Baron aus einem Haus hier im Norden und hat dann mit diesem Schild die Verstorbenen geehrt. Ist eigentlich nichts Besonderes. Die Verstorbenen, die dann eben auf See geblieben sind. Und der Helm? Aber trotzdem, eine Schmähung des Herrn Effert dieser Größenordnung sollte man sich nicht auf sich sitzen lassen. Das natürlich nicht, nein. Aber an sich zu viel, naja. Ich verstehe nicht, warum man in einen Tempel einbricht und quasi wertlose Gegenstände stiehlt. Also, sie sind alt, sie sind nicht mehr benutzbar und naja, selbst der Helm. Er deutet einmal auf den Helm, der dann wieder da liegt an dem Platz. Man kann ihn natürlich noch tragen, aber genauso wie Schwert und Schild sind sie einfach hoffnungslos veraltet. Ja, es gibt eine dunkle Theorie dazu, warum man das tut. Seht ihr, wir
versuchen jedenfalls diesen Grund, warum die gestohlen wurden, auf den, naja, Grund zu gehen. Das ist eine schlechte, ist es vielleicht sehr mit eurem Segen möglich, diesen Helm aus dem Tempel zu entfernen und einer genaueren Untersuchung zuzuführen? Ich fürchte, dass dabei ein klein wenig Feuer involviert sein könnte. Deswegen möchte ich das nicht unbedingt hier machen. Mit Feuer? Nein. Aber sind die Teile gleichzeitig aus dem Tempel verschwunden? Weil wir haben ja, glaube ich, nur einen rauslaufen sehen. Ja, alle drei sind zusammen verschwunden. Der Helm, Schild und das Schwert. Ist das sicher? Also, wir haben nochmal nachgeguckt. Wir erinnern uns zumindest an nichts weiteres. Wir sind keine Sinde-Bibliothek, wir haben keine Aufzeichnung über die Opfergaben, aber zumindest an das Schwert und das Schild kann ich mich erinnern. Das Schwert, wie gesagt, war das allererste, was geopfert wurde vor 30 Jahren. Und das Schild, ja, fehlt halt. Das allererste, was vor 30 Jahren geopfert wurde? Als ich hier ankam. Ach so. Aber Cory, der rauskam, der hatte doch nicht noch ein Schild und ein Schwert. Ja, der hatte doch noch einen Helm. Da sind ja zwei rausgelaufen, ne? Also gerade der Chorgeweihte, Corin weiß ja, dass zwei an ihm vorbeigelaufen sind. Ja, yeah, den einen habe ich auch am Arm erwischt mit der Peitsche. Hat er wahrscheinlich durch die halbe Nacht bezaftet. Aber hat er ein Schild dabei gehabt? Hat er ein Schild dabei gehabt? Wenn du dich genau erinnerst? Also er hat irgendwas eingeschlagen. In so ein Tuch. Also ein Schwert kann da auf alle Fälle bei gewesen sein, das Schild. Hilf mir mal auf die Sprünge. Ja, könnte sein. Also, ja. Wie gesagt, dann das Schwert könnte da unter das Tuch gepasst haben und Schild auf dem Rücken, ja, könnte sein. War neblig. Könnte durchaus passiert sein. Also, er hat es wahrscheinlich verdeckt, also dass man es nicht gleich sieht. Aber ich glaube, er ist an der Tür hängen geblieben. Vielleicht hat er das Schild auf dem Rücken gehabt. Was war denn das für ein Schild? Ja. Da fragst du mich Sachen, außerdem sollst du mich Corim nennen. Ich meinte ja auch den Geweihten. Ich wollte gerade sagen. Was meint ihr? Was für ein Schild war denn das? Es scheint kein Turmschild und kein Torwallerschild zu sein, weil das wäre eben auch gefallen, glaube ich. Ein einfaches Schild. Es wurde neu angefertigt. Neu? Ja. Heißt, es gibt es das Original noch? Nein. Das Schild wurde nur für diese Opfergabe angefertigt. Ah. Also vor, wann war das? Ich glaube 20 Jahren. Vor 20 Jahren wurde es genau neu geschmiedet und dann hier diesem Haus übergeben, zusammen mit dem Wappen der Familie. Ich glaube, die kam aus Pilaftis. Ja. Pilates? Pilaftis. Also ein Schild, ein Schwert und ein Helm. Genau. Und der Helm kam nicht zufällig vor 10 Jahren? Nee, der kam vor 2 oder 3 Jahren. Hat irgendein Fischer aus dem... hat er gefunden und er wurde ihm angespült und dann hat er das dem Effa-Tempel übergeben. War in seinem Fischernetz drin. Wurde der schon mal untersucht? Was sollen wir das untersuchen? Das sind Opfergaben an Effa. Also weder der Helm wurde untersucht, noch Schild oder Schwert. Aber was können denn Diebe mit sollen ollen Plunder, also verzeiht, Efferts Gaben in Ehren, aber ich meine, für die hiesige Bevölkerung, das kann man nicht verkaufen, das kann man nicht, da kann man nichts mit anfangen. Wenn du mit in den Krieg ziehst, haut es dich ja gleich aus den Socken. Nun, der Grund, warum sie ihn stehlen würden, ist wohl ein Rätsel, das Hesinde uns zur Lösung geschickt hat, nicht wahr? Koljev, der gerade was sagen wollte, lächelt daraufhin nur und lässt Elgor seine Worte. Nur müssten wir es auch lösen können, euer Gnaden. Ich würde mir den Helm ganz gerne ansehen. Genauer. Ja, oder nicht Hesinde, sondern Rondra. Ihr könnt den Helm euch ansehen. Wie gesagt, er liegt dort, aber nichts mit Feuer. Und nicht untersuchen. Das ist eine Opfergabe an Erfurt. Nichts mit Feuer, natürlich. Ich bin mir sicher, mir fällt was ein. In Goliath gab es da nicht auch irgend so Zauber für Sachen untersuchen? Ja, wenn die magisch sind, dann gibt es dafür das Zauber, das ja, stimmt. Wissen wir, ob sie. Ich meine, es könnte genauso gut magisch sein, wenn es jahrelang auf dem Meeresboden lag, oder? Ja, ich habe eine andere Theorie, die
Ja, Wiglin tritt auch gerade zu Kurim und Koljev heran, senkt ein bisschen die Stimme, während Egor da den Helm irgendwie untersucht. Sagt, Koljev, du meintest irgendwas von einer dunklen Vermutung? Was denn für eine dunkle Vermutung? Was könnte denn jemand mit diesem Plunder anfangen? Nun, du weißt, dass es Arschlöcher gibt, die die Magie studiert haben und die Dämonen beschwören. Und diese Leute gehen hin und können mit den Heiligtümern der Götter die Gegenseite anrufen. Bei Kurs giftigen Und dann Stachel. Werden diese Gegenstände dabei zerstört, als Opfergabe an die Dämonen. Also, ich würde euch gerne beauftragen. Ihr seid gestern hier gewesen, zur richtigen Zeit. Und ja, wenn ihr gewillt seid, diesen Auftrag anzunehmen, sie wieder zu beschaffen, dann würde ich mich darüber freuen. Das ist schön. Bei Swaffen, das wäre doch Frevel, oder? Also ich meine, diese eigentlich Effard-gehörigen Dinge kaputt zu machen, um den Gegenspieler Efferts da irgendwie zu huldigen. Das ist mehr als Frevel. Ihr könnt sehen, wie Isidoro irgendwie die murmelt wieder in seinen nicht existenten Bart. Frevel, Frevel, wiederholt das die ganze Zeit und trinkt gerade aus seinem Muschelhorn. Frevel, Frevel. Dafür hat man sich den Feuertod verdient, Wiglin. Ich glaube, die mögen das hier nicht so, wenn du das so sagst. Ja, das ist eine Zusucht. Dann halt ertränken. Ich will damit auch nur sagen, deswegen halte ich damit alles unter Berg, solche Informationen sollte man nicht weitergeben, damit Leute nicht auf die Idee kommen, etwas zu Geld zu machen. Apropos Geld machen, ich ziehe mal den Standard-Heldengruppe-Vertrag aus meinem Umhang und gib dem dem Effort-Geweihten. Ich dachte, ihr macht Ausnahmen, wenn es um Gefeinde der Götter geht. Oder ist das nicht mehr so? Ich meine, wir sind jetzt nicht unbedingt knapp bei Kasse. Ich habe bisher noch nie mit einem Chorgeweihten verhandelt. Also, prinzipiell. Ja, aber ein bisschen Geld brauchen wir es schon, damit wir die göttergefälligen Aufgaben machen können. Außerdem ist das Nehmen. Gute Gold chorgefällig. Im Vorfeld oder bezahlt man euch dann hinterher? Ihr könnt euch den Vertrag einfach durchlesen. Nehmt ihr den Zettel ab? Chorgeweihte haben sowas. Wiglin schaut Kurim total entsetzt an. Wenn das Frevel gegen die Götter ist, wenn das Frevel gegen Effert ist, dann ist das eine Pflicht, hier zu helfen. Dafür hat Koljev mir geholfen und eine Klausel in den Vertrag eingebaut. Oder so heißt es doch, Klausel, ne? Es gibt Klausel, ja. Aber ich finde auch, dass auch Helden etwas essen müssen, auch wenn sie den Tempeln helfen. Also so ein Quatsch, ganz ehrlich, bei Swafnir, sie wendet sich an den Effard-Geweihten, Effard und Swafnir sind Brüder, beziehungsweise Swafnir ist der Sohn Efferts. Und für mich ist es selbstverständlich, dass ich auch ohne so einen komischen Vertrag helfe. Also, gut, Chorgeweihte müssen vielleicht von irgendwas leben, aber ich bin Torvaler und sie schlägt sich auf die Brust. Und das Wasser ist mit uns verbunden und deswegen, ich helfe dem Tempel, auch ohne Vertrag. Ja, also, wir haben natürlich eine kleine Kollekte, die können wir euch auch geben. Er schaut so ein bisschen Artefakte, Zusatzklausel, blättert weiter, Paragraph 4, Abschnitt 3. Verzeiht, ich war viel auf See, ich habe wenig mit Verträgen, aber wir... Das ist ein sehr fairer Vertrag, den Kurim da aufgesetzt hat, ein wirklich sehr fairer Vertrag. Dann gebe ich euch jetzt eine Dukate pro Tag. Habe ich das richtig verstanden? Ich bin da drin mit drei Silber pro Tag, weil wir doch nicht gierig sind, sondern nur eben etwas zum Überleben brauchen. Ja, eine Dukate pro Tag wäre, wenn ihr nicht geweiht wärt, euer Gnaden. Wenn es nicht gegen die Götter gehen würde, euer Gnaden. Ja, diesen Zusatz, genau. Ich habe, ja, genau. Dann bezahle ich euch jetzt erstmal mal für. Sagen wir 2 oder 3 Tage und wenn es länger dauern sollte. Ja, ihr braucht uns im Voraus sowieso nicht bezahlen. Wir kommen dann wieder. Wenn wir nicht wiederkommen, habt ihr das Geld gespart. Also gut, das klingt doch fair. Aber wir kommen Gordon, meistens wie weit wieder. Bist du da hinten? Was? Oh, ich bin hier gerade noch ganz vorsichtig. Ja, irgendwas steckt mal unauffällig den Meißel weg, den er gerade ausgepackt hat. Kein Feuer, brummelt er den noch hinterher. Ja, und kein Meißel.
Also gut, wenn ihr Fragen habt, dann kommt noch einmal zu uns. Vielleicht können wir euch ja helfen, aber bis dahin, Wind und Wogen mit euch.